Jo, moin Leute, welcome back zu Doom 2016. Es ist ein paar Monate her für mich, aber ich habe mal wieder Bock, Doom weiter zu zocken. Gerade jetzt, bevor der neue Teil rauskommt. Das ist ein bisschen laut. Alright. Sprungstiefel hört sich nice an. Und das sieht schon sehr geil aus hier, holy shit. Ich versuche wieder 100% des Secrets... Ah, da vorne muss ich hin, okay. 100% des Secrets mitzunehmen. Gut, da gehen wir mal ein paar Dämonenschlachten, würde ich sagen. Hallo. Und das habe ich überhaupt nochmal. Moment. Plasmagewehr, Raketenwerfer. Okay, ich habe eigentlich schon so ein paar nice Sachen. Oh, der ist der Revenant. Woo, nice. Stimmt, ich hätte mir ja gewünscht, dass es mal ein bisschen losgeht mit den richtigen Gegnern hier. Weil, bis jetzt waren ja noch nicht so wirklich viele große Gegner dabei. Und die Kämpfer waren ja immer recht schnell vorbei. Jetzt mal ein bisschen was Richtiges an Gegnern, gefällt mir gut. Ich spiele mal dabei auf der Schwierigkeitsstufe Ultra Brutal, also die dritte von vier. Ich hätte gerne auf der vierten gespielt, aber dann, das kann man nicht, wenn man das Tutorial noch haben möchte. Das Tutorial brauche ich ja, weil ich habe das Spiel noch nie vorher gespielt. Deshalb spiele ich nur auf der dritten Schwierigkeitsstufe von vier. Obwohl, vielleicht kann ich sogar nachträglich noch ändern, muss ich gleich mal gucken. Ich kann nicht auf Albtraum stellen. Das ist ein bisschen schade. Naja. Einmal aufgeräumt, hier wie es sich gehört. Da müssen wir hin. Oh, es läuft so schön flüssig. Mein Rechner hat ja ein bisschen Probleme mit Überhitzung gerade, weil der Lüfter irgendwie nicht richtig lüftet. Oh. Deshalb ist die CPU durchgelaufen, 100 Grad, wie ihr sehen könnt. Aber es läuft trotzdem sehr, sehr flüssig. Aber ich kann einen Double Jump. Oh, geil. Ich habe ja am Anfang sogar gecallt, ne? Dass man die Doppelspur noch irgendwann freischaltet. Das ist cool. Double Jump auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich hätte noch sehr gerne dieses. Das. In der Luft kann man sich nicht viel bewegen. Das finde ich in Eternal ganz geil. Hier ist man in der Luft sehr unbeweglich. Aber ich glaube, das kann man nicht ändern in dem Spiel. Vielleicht kommt das noch. Aber es würde mich ehrlich gesagt wundern. Und hier vorne... Ach, hier ist noch eine Keycard. Hallo. Codex-Eintrag. Ach, ein Codex ist hier. Alright. Die lese ich mir irgendwann mal durch. Aber muss nicht jetzt sein. Wo muss ich denn lang? Überquere die Brücke. Ah, die Brücke soll ich überqueren. Fahrstuhl? Hm, kein Fahrstuhl. Ah, warte mal. Ich habe ja einen Double Jump. Reicht das? Ah, ja, okay. Muss man sich einmal dran gewöhnen. Sehr schön. So, darüber muss ich. Okay, I guess wir gehen hier lang. Oh, was haben wir da? Munition ist nicht verkehrt. In dem Game gibt es ja keine unendliche Munition. Wie in Eternal zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott. Hier ist das ja begrenzt. Warte mal, wie komme ich hier mit G? Genau. Hier gibt es ja nicht unendlich viel Munition. Oh, das nehme ich gerne mit so einem Upgrade. Das war extra Leben oder Munition oder sowas, ne? Da Munition bis jetzt noch nie ein Problem war. Ich habe zwei Upgrades in Munition reingesteckt. What? Okay, krass. Ich gehe weiter auf Gesundheit, ehrlich gesagt. Munition war nie ein Problem bis jetzt. Oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern gerade. Wie gesagt, das ist ein paar Monate her. Aber da gehe ich lieber auf Gesundheit. Wenn wir einen Flammenwerfer mal irgendwann bekommen, wenn es den hier gibt in dem Spiel überhaupt, dann noch auf Rüstung. Aber aktuell haben wir ja keinen Weg, um Rüstung konsistent wieder herzustellen. Oh, eine Rune. Die nehme ich doch gerne mit. Ah, das war nämlich in Prüfungen, ne? Erhöht die Menge der Munition, die du bei Dämonen und in Gegenständen findest. Das hört sich gut an. So, Prüfung starten. Schalte mit der doppelläufigen Schrotflinte 30 Zombies aus, bevor die Zeit abläuft. Das sollte kein Problem sein. Ups, ich muss quasi nur gucken, dass ich immer jeden Schuss treffe. Aua, ach, die machen richtig Damage. Ja, ist sehr gut. So, schieß. Noch einer irgendwo da vorne. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war close. Jo. Ah! Zeit. Nein! Lass mich leben, du Wichser. Aua. Okay, okay, okay. Oh Gott. Er markiert mir die Gegner, das ist nett. Okay, das war knapp, aber haben wir. Ruhen da. Warte, wie mache ich das? Ach, wir brauchen einen extra Slot hier. Lol, stimmt, man kann die auch upgraden, habe ich ganz vergessen. Kettensägen. Ach, die Kettensäge muss ich mir häufiger nehmen. Ich vergesse die immer. Weil man hier so scheiße viel Munition hat in dem Game. Ich hoffe, die Granaten, die vergesse ich auch mal. Mist. Aber ging mir bei Eternal am Anfang auch so. Da habe ich auch Granaten und Flammenwerfer auch immer vergessen zu usen. Hier müssen wir lang. Das sieht gut aus. So, dann gehen wir mal hier nach oben und dann hier entlang, I guess. Über die Pipeline, maybe. Ja, ne, warum nicht? Ja, das sieht gut aus. So, Speicherpunkt erreicht. Wunderbar. Es sieht schon sehr cool aus, diese Atmosphäre hier. Ich mag das Level sehr. Das ist mal nicht so alles rot-grau, sondern mal so industriell grün. Weiß ich gar nicht. Farbpalette. Top.
Und wie gesagt, wir haben jetzt den ersten richtigen Gegner mehr bekommen, den Revenants. Ich wünsche mir noch, dass die Arenen länger dauern, beziehungsweise dass die Kämpfe hier ein bisschen länger dauern. Aber das kommt sicher noch, hoffe ich mal. Oder denke ich mal. Ah, die Waffe war ja mal nervig, weil man sieht das Fadenkreuz so schlecht. Ich sehe kaum, wo ich hin aim. Seht ihr das? Das ist in der Mitte ganz schwach, so grau. Das wäre der Waffe nicht so geil. Hiermit geht's, wenn man so dieses Raketending nimmt. Ah, oh no! Shit. Ah, das ist, okay. Ach, das füllt wahrscheinlich mein Leben komplett wieder auf. Warte mal ganz kurz. Oh, wenn ich jetzt hier reingehe. Ah, bis 100 füllt er auf. Okay, interessant. Oder plus 40, wer weiß. Hopp. Oh, warte mal, was waren die Challenges? Ganz vergessen. Töte 15 Dämonen, solange vierfach Schaden aktiv ist. Okay, da muss ich so ein Ding einsammeln. Normalerweise sammle ich diese ganzen vierfach Damage und so die ganzen anderen Boni ja nicht ein, aber gut. Drei Extras, kein Problem. Und vier Genick- oder Kieferbrecher. Also von hinten. Alright, das sollte machbar sein. Das hätte ich jetzt hier machen können, actually. Digga, wie hoch geht das hier? Holy shit. Oh, kann man da rein? Nee, oder? Oh, da kann man rein. Krass. So, sind keine Imps. Schade. Schade ist es. Bumm. Ey, die Treppen. Manchmal bleibt man in den Treppen irgendwie hängen. So, gegen den nehmen wir die Plasmawaffe, I guess. Ja, das sieht gut aus. Habe ich auch so einen Charge aufgeladen. Ach, da ist noch einer. Hallo. Draußen ist gerade wer im Rasenmähen, falls man es hört. Hallo. Wer bist denn du? Tut gut, dich mal wieder zu sehen. Und der ist schon tot. Die sterben immer so schnell, die Typen. Das ist witzig. Matsch. Sehr schön. Imps hätte ich gerne. Können wir ein paar Imps bekommen? Aua. Ah, nee, dich nicht. Bumm. Das ist gut, okay. Oh, Modbot. Sehr schön. Warte mal. Betäubungsbombe hört sich ganz gut an eigentlich. Kann man ja mal testen. So, dann habe ich auch schon alles mitgenommen. Dann kann es weitergehen zum Questziel. Hallo. Bisschen eingestürzte Brücke hier vorne. Olivia, moin. Sie hat einen Archon-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Das ist nicht so gut. Die Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Ja, ich wurde leider schon gespoilert von Reddit, dass die sich in eine Spinne verwandelt, die man bekämpfen muss. Aber naja, ne? Story ist ja jetzt eh nicht so das Wichtigste bei dem Game. Es geht ja mehr ums Gameplay natürlich. Oh, die Musik. Gefällt mir. Bisschen Backstory hier zur Argent-Energie, aber das kennen wir ja schon größtenteils aus Doom Eternal. Da waren wir in der Seelenfabrik drin, das war auch sehr, sehr geil. Doom Eternal habe ich leider nicht aufgenommen, als ich das damals gezockt habe, zumindest nur das erste Level. Das hätte ich jetzt nachmachen sollen, in Retro-Perspektiv gesehen, aber gut. Die DLCs habe ich aber, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht, das ist schon so lange her. Doom Eternal muss ich auch mal weiter zocken. Da kam mir jetzt das offizielle Modding-Dingsbums raus. Digga, es ist dunkel hier. Offizielle Modding-Support raus. Da kann ich dann nochmal ein paar schöne Master-Level machen und Kaiser-Campaign habe ich ja auch noch und so weiter und so fort. Oh, ihr seid auch Ims. Ihr seid auch Ims. Warte, von hinten, von hinten, von hinten. So. Chiropraktiker. Geil. Power. Und du bist noch einer. Nein, getötet. Nein, du bist auch gestorben. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht töten. Imp, Imp, Imp. Ach du Scheiße, was ist da? Okay, ich kämpfe erstmal hier. Hilfe. Die Rakete ging ins Nichts. Das war so eine Panic-Rakete. Stirb. Oh Gott. Bin ich im Glory Kill gestorben? So, ach du Scheiße. Das ist der Turm. Wir müssen uns durch die ganzen Turm jetzt hier hochkämpfen. Okay, das ist geil. Okay, Mission ist fertig. Sehr geil. Auf geht's, jetzt können wir gefetzt werden. Digga, ihr Schrotze fetzt. Das war das fast, glaube ich, gerade, ne, oder? Ich weiß nicht. Aua, 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 aua. Na, wo ist er? Ich meine nicht. Da vorne, hallo? Ah, ich bin überfallen, danke. Sehr gut. Was, mehrere? Okay, sieht gut aus soweit. Granaten mal ein paar usen hier. Dazu jetzt einmal Munition und Dingens aufstocken, gut. Oh. Die Challenge gibt's ja auch noch. Shit. Ich töte mich mal eben, warte mal. Aber, da es erspeichert, ist das ja auch super entspannt mit den Missionen. Also man muss da eigentlich
Können wir das ja ganz chillig alles machen. So, dann machen wir nochmal den ganzen Aal. Das nehme ich mal nicht hier mit. Ich finde immer, das fühlt sich so ein bisschen an, auch wenn es klar vom Spiel vorgesehen ist. Aber trotzdem finde ich, das fühlt sich irgendwie an wie Cheating, wenn man so Boni und sowas nutzt. Ich mache sowas nicht gern. Sondern lieber, wenn es möglich ist, auch alles ohne. Hallo. Bam. Okay. Die Arenen gefallen mir auf jeden Fall schon mal... Oh, bist du der Zweite? Ah, keine Muni mehr. Die Arenen gefallen mir schon mal deutlich besser auf jeden Fall, weil das alles hier sehr, sehr viel länger geht. Das finde ich toll. Gezackt. Oh, schön. Okay, machen wir mal den hier. Bonk. Ich glaube, ich nehme sogar mal das andere Ding. Ich finde den Hitzestoß tatsächlich hier ein bisschen angenehmer. Ja, zum Weapon-Switching. Ich weiß nicht, kann man schon richtig Quick-Switchen hier? Irgendwie nicht, ne? Bei mir ein Schrot-Raketenwerfer vielleicht. Oder die beiden Schrots, aber ist die Munition halt leer wie sonst was. So, guten Tag. Lass mich mal rein hier. Ich habe was Wichtiges zu erledigen. Soll ich da hoch? Nee. Die Map sagt, ich kann hier entlang laufen irgendwie. Okay. Ah! Ich kann hier langlaufen, der war meint. Hier ist nur da ist das Feld. Alright, I see. Okay, oh, das ist ein bisschen scary hier, aber ich mag's. Ist hier unten was? Soll ich hier überhaupt lang? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht soll ich hier sogar lang. Tatsache, so wirkt es. Gut, gehen wir mal hier. Hallo. Oh. Ich weiß nicht, ob es zu den Achievements, zu den Secrets dazu zählt, aber ich nehme es einfach mal mit. Hier geht's zur Mission. Oh, warte mal. Oh, schick. Ich komme sofort. Ich muss nur einmal ganz kurz mich hier kümmern um. Und da haben wir's. Ein Toy, sehr nice. Das sieht schon sehr geil aus. Kampfmusik. Oh mein Gott, Mancubus. Holy shit. Zeig her. Ah! Bin ich? Oh, hallo. Okay. Der war doch relativ entspannt. I guess Spielweise ist ähnlich gegen den, ne? Wahrscheinlich nicht zu nah ran, sonst machen die da ihren Flammenwerfer-Ding, haben wir gerade gesehen. Oh Gott, Gott. Wie viel Damage habe ich bekommen? Ich bin da eben gleich mal voll healen, danke. Oh Gott, noch einer. Oh mein Gott, da zeig ich her. Oh, lecker. Frisst dein Herz. Oh mein Gott, 3 Stück? Jetzt geht's los, das habe ich mir doch gewünscht. Genau das wollte ich schon vor 5 Leveln sehen hier. Okay, vielleicht vor 3 Leveln. Mal ein paar geile, richtige Gegner und Kämpfe und so. Jetzt geht es los. Jetzt wird das Spiel einfach geil. Ah, vielleicht klappt das sogar so mit Schrotflinze und Raketenwerfer. Ich weiß nicht. Bonk. Hab ich getroffen? Nee. Ja. Was? Der überlebt einen Raketenschuss? Vielleicht ist noch so ein 4-fach Damage. Zack. Sehr entspannt. Oh, Revenant auch mal wieder hier am Start. Hallo. Zack. Auch weg. So, will noch jemand aufs Maul? Du? Ja, okay. Kannst du gerne haben. Du auch? Bumm. Sehr schön. Das war die beste Arena bis jetzt im ganzen Game. Holy shit. 3 Mancubus und ein Revenant und geiles Ambiente. Also geile, wie sagt man hier, Surrounding, Atmosphäre, ne? Ihr wisst, was ich meine. Für die Superschrot gerne. Verringert die Nachladezeit. Das hört sich sehr gut an. Weniger Schaden durch eigene Waffe. Das hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Aber vielleicht verlieren wir ja auch, oder schaffen es nicht, das Portal zu verhindern. Und deshalb passiert dann Doom Eternal. Oh, warte mal, hier ist doch noch was. Unser Meer. Ja? Aha. Na, guck mal. Ich wusste doch. Jetzt habe ich mehr die Dämonenpräsenz, die mache ich weg. Hallo. Einfach weggeballert mit dem Teil, gut. Oh, du lebst noch. Kommt her, habt ihr Angst? Alle Mann ran hier, alle antreten zum Bleifressen. Sehr gut. Revenants.
Bonjour. Au. Zack. Guck, der ist tot. Ein Plasmaschuss, sehr nice. Bist mal gesägt. Dankeschön. Okay, so langsam, wenn ich jetzt hier anfange, die Waffen so ein bisschen random zu switchen, merke ich auch, dass die Munition doch runtergeht. Also nächste Upgrade wird dann, denke ich, Munition sein. Da will die Quest. Okay, dann gehe ich erstmal in die andere Richtung hier natürlich. Hallo. Oh, das liebe ich, ne? Mit Laterne mit einer Lampe dahinter. Ist zwar super unpraktikabel, mal würde keiner so bauen, aber es ist mal ein geiler Effekt. Ja. Und Menschenseelen. Das stimmt wohl. Die fliegen einfach hier und machen irgendwas. Okay. I guess, die kann ich als Transportmittel benutzen. Hallo. Oh, das meinte ich doch vorhin. Dann nehmen wir mal hier mit einen Munition extra. Das war auch relativ viel. Ne, guck mal, 40 Schuss für die Schrot. Von 30 auf 40. Das ist ziemlich viel. Also verglichen mit dem, was man in Eternal bekommt. Also es ist schon... In Eternal waren es immer plus 2 Schuss pro Upgrade, glaube ich. Ne? Und hier sind es plus 10. Ne? Im Ausgleich, die Kettensäge hier auch deutlich schwächer. Keine Frage. Aber, nein, lass mich raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war sketchy. Das sieht auch geil aus, ne, Junge, Junge. Dann gehen wir weiter. Hallo. Dreckiger Dämonensohn. Viele Kleinvieh in den ganzen Zwischenräumen überall, ne. Ah, guck mal, sowas will ich doch mal sehen hier. Zack. Zack. Nur eine Granate. Nur eine Granate. Oh, du bist schon tot. Man erkennt nicht immer so schnell, ob die jetzt tot sind oder nicht. Fallen einfach nur um. Oh, guck mal, hier. Das ist doch mal ein Flächenschaden. Bumm. Bumm. Aua. So. Wunderbar. Hier müsste noch irgendwas sein. Ja. Wieder so ein Teil. Ich guess, wir gehen hier lang. Das sieht gut aus. Ah, schau mal hier. Eine Rune. So, Prüfung starten. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was ich machen muss. Schaltet der Kampfschrot über explosive Fässer 10 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Über explosive Fässer, okay. Ich habe gerade selber gekillt, oder was ist passiert? Ah, jetzt checke ich erst. Ich habe einen Gesundheit nur. Also ich muss ein bisschen Zombies hier reinlocken. Selber halten und wegstehen und die dann in die Luft jagen. So zum Beispiel. Ja, guck mal, das sieht auch schon viel besser aus. Zack. Perfekt. So, ach, was für eine Runde haben wir bekommen überhaupt? Oh, neuer Runenplatz haben wir hier bekommen. Ah. Tja, was nennt man denn? Erhöht die Menge der Munition, die du bei Dämonen und Gegenständen findest. Ja, erhöht die Effektivität von Ausrüstungsgegenständen. Was sind denn Ausrüstungsgegenstände? Sind das Granaten und so? Das hört sich eigentlich ganz gut an. Ah, guck mal, hier noch so ein extra Waffenpunkt, ne? Oder Prätorpunkt? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich Prätor. Ja, genau. Aus der Rüstung kriegt man Punkte für die Rüstung. Das macht mächtig viel Sinn. Schöne lange Treppe, guten Tag. Die armen Leute, die jeden Tag 30 Treppen laufen müssen, Alter. Du verhinderst niemals, dass ich bekomme, was mir zusteht. Das werden wir sehen, I guess. Aber ist ja schon mal schön, wenn du so motiviert bist. Upsala, upsala, ups, das war nicht so gut. Au. So, nochmal. Wie komme ich jetzt hier richtig hoch? Kann ich hier irgendeinen Hebel umlegen? Irgendwas aktivieren? Irgendwas tun? Irgendwas machen? Ah! Warte mal, ich gehe mal hier hin. Das macht sehr viel Sinn, ja. Wir öffnen mit dem Schlüssel der Zukunft die Tore der Hölle. Ich kriege. Hallo? Ah. Ich kriege erschreckend viel Equipment, Ausrüstung und Supplies gerade. Das macht mich ein kleines bisschen besorgt. So, wir gehen rein, würde ich sagen. Wir werden sehen. Oh. Digga, sie geht ab. Oh Gott, sie springt einfach in das Ding rein. Gut. Die Geräusche. Ach, da unten sind noch mehr. Ach, hallo. Da kann ich ja richtig schon in die Party reinspringen. Ups. Was? Was?
Was passiert? Ich habe nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen im Blutesrausch mit dem Kampfgedöns hier, aber gut. Wird schon nicht Wichtiges gewesen sein. Oh, warte. Du machst kein Raketending, denn ich habe auch Raketen. Guck mal hier. Oh, du willst auch Raketen? Okay, du kriegst auch Raketen, gerne. Matsch. Au. Du bist tot. Schön. Was ist das für eine Revenants-Horde hier? Wo kommt die hier auf einmal alle her? Nein! Das ist doch der Mohun, den ich töten wollte. Oh, das war's. Nicht alle Dinge gesammelt. Das war das erste Level, wo das Ende sehr abrupt war. Da war kein nicht so ein Raum, wo ich Level beenden drücke. Schade. Ich hätte gerne die Sachen noch eingesammelt. Ich spiele das Level nochmal in Zukunft und dann sammle ich die Sachen nochmal alle ein hier. Dafür würde ich sagen, bis dahin macht's gut. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und ja, haut rein und ciao, Leute.